Das ist aber ziemlich erst mal auf, weil, ne, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn, dass wir das hier machen. Die lustige Opferung. So. Hast du gelesen, Rilla? Nee, was, wo? Stülplopp, wen? Was? Warte mal. So. Stalüt. Was? Nochmal mit Level 36. Also tja, Nase. Hauptsache du opferst dich für mich. Mir ist, der Rest ist mir egal. Ich kann mich ja dann opfern mal für den. Ich glaube, da brauchst du Level 33. Was mit? Ja, Könnte gut sein, ja. Black. Also die Kriegerplatte. Hat also die Plattenrüstung der scharlachroten Dämmerung ist 51, die hat Stärke, Gewand, Geschick drauf, 82 Geschick, 45 Stärke, 30 Gewand, auch blau, 80 Kondi und 97 Ausdauer. Ich will wissen, wo man die Ausdauer herbekommen soll, dann. Als Tank. Weil irgendwie ist der. Der Helm hat komplett Kondi, Babuta. Ja, den Helm habe Hier, ich auch die im Handschuhe, Schulen. Panzerhandschuhe der scharlachroten Dämmerung, die haben Ausdauer drauf. Ich nehme gerade auf, Oh, gell? meine Nur, rechten dass Handschuhe ihr mit da den. euch im Klaren drüber seid. Stille. Oder halt noch diesen Siegerring des ewigen Wanderers, also dieser langen Reise hat ja auch Ausdauer drauf. Mit Ringen mag das gehen, ne? Aber ich Und hier brauch noch das. Ohrringe hat der Ohrring des purpurnen Sonnenuntergangs, hat auch Ausdauer drauf. Stärke, Gewand, Glück, Ausdauer. Das ist natürlich nicht Wer schlecht. ist denn Vielleicht das? musst du auch einfach Da an den bin ich. Attributpunkten. Da bleibt nachher wahrscheinlich nichts anderes übrig. 30er Aber Schmied. mal gucken, was da sind denn noch Teile, die wir noch gar nicht haben. Hose und so. Ist das ein Twink oder Main? Hi, Walla. Cinderella? Ja. Du hast gerade erzählt, was es mit Manuka zum Reden gab. Bitte? Du wolltest gerade erzählen, was es mit Manuka zum Reden gab. Nee, wollte ich nicht Nee, das erzählen. wollen wir jetzt nicht Doch nicht. erzählen, ich nehme hier auf. Betont's gern doch einmal. Du nimmst mich auch wieder, ja? Ja, Also, ich nehme gerade hier alles auf. ich nehme mein Recht wahr.
Und Ja, dann Abitur blockiere ich sowas. dich halt hinterher raus. Und immer wenn du sprichst, kommt halt Nee, Muh. nee. Lass ruhig drinnen. Oder so. Ist mir relativ egal. Du hast der Regler im Dorf. Aber Ja. jetzt mal ehrlich, Hallo, Gregor, Anne. möchtest du bitte schön, ja, möchtest du bitte Endlich schön gerne mal hören? Let's Play, hä? Da freust du dich Na doch. toll. Langsam Wo ist genug mein Let's Bier? Wo ist Play mein Bier? gemacht. Und dann? Ja, opfert euch mal für mich. So, schön, wie sie sich jetzt alle opfern. Hervorragend. Ich würde mich kein Stück für dich opfern. Na, opfern schon, aber ausziehen nicht. So wie früher. Wann hast du dich jemals Ach, für was uns soll man drum? ausgezogen? Nee, für dich nicht. Ja. Ja. Hilfe, ja. Wer belebt euch jetzt eigentlich wieder? Keiner, ne? Gut. Wir brauchen ja sowieso die Quest von da oben da. Achso, Ja, alles sind der rote Angeber. Yeah, 1 von 3. 2 von 3. Rilla hat 52er getötet, gewonnen hinter. Yeah. Einfach nur mit der Macht meiner Gedanken. Ja, dann wäre ich schon aufgestorben, glaube Denke jetzt mal mit deinem Atem. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Das kostet Darauf dich zahlst du in so einem Fall. 852 Mirrorräder. Ja, ich schreib's an. So, da steht er doch, der Javaxar. Wunderschön, und ihr dürft das jetzt nochmal machen. Ist ja eine Freude. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, das hat auch gezählt. Nee, ich glaub nicht. So wie der da aussieht. Vielleicht sollte ich nur noch ein wenig beschützen. Ach nee, der ist ja 38. 36, na gut. So. Welche DD-Klassenempfehlungen geben wir dem jetzt in Range Tank? Wer mich gefragt? Wie, was beschämt man Soll ich ihm das? eine Empfehlung geben für eine DD-Klasse? Er ist jetzt Speer, aber das will er nicht mehr sein. Bleibt ja eigentlich nur Magier, oder? Es hat gezählt, siehst du? DD-Klassen, da bist du mal zwischen DD-Paladin, DD-Speer oder DD-Krieger oder halt ein Bade. Ja. Nur physischer DD oder auch magischer? Das ist eine gute Frage, das muss ich noch fragen. Ich empfehle jetzt ein Psio. Sio, ich bitte dich. Lese ich mal die Chat weg. Habe ich jetzt eigentlich mal geschenkt? Nee, gibt's ja kein Geschenk mehr. Ey, da gibt's nicht einmal mehr Normalerweise Geschenk. gibt's das. Ich Ah, sag du musst wieso. doch. Du musst. Eier Gott, wo kriegen sind dafür. die Game Application Errors? Nix da. Nö, gibt's keine. Nö. Gibt's nichts mehr zu gewinnen. Das ist ja blöd. Also, Wozu ich machen wir habe eine auch schon Quest? einen gesehen mit dem Epic-Zauberstab. Ja, der muss den aber dann von davor noch gehabt haben. Also, eigentlich kommt doch da irgendwie dann der Wunscherfüller, den mit dem du sprechen kannst, und dann. Genau. Dann kannst Genau, du die Truhe das abholen, die habe ich Belohnung. abgeschlossen und habe nichts im Inventar. Und dann ist er direkt wieder Lunde. verschwunden. Klasse. Erfahrung gab's?
2000 oder so, also schon okay. Naja, nee. Eigentlich nicht okay. Nee, überhaupt nicht okay. So ein Krampf. Klasse, klasse. Ja, klasse. Ja, vielleicht hat die Installer zuvor angequatscht und sie hat abgeschlossen und der verschwindet. Nee, der war schon zu weit weg von ihm. Ja. Ja. Die Quest hat ja keine Folgequest gehabt, also ist also sinnlos geworden, denn. Ich bin mal auf Karten. Gut, dann beende ich jetzt aber mal kurz die Aufnahme hier. So, jetzt bin ich wieder da. Der Range Tank wollte mit mir kämpfen. Da machen wir natürlich mit. Da ist er schon. Extra auf seinen Liga-Account. Und da machen wir doch mal ein kleines One-on-One. Warte mal, ich halte mich nochmal gerade eben hoch. Ich lasse das Ei aber faires halber an, weil ich glaube, der Range Tank ist keine Reinkarnation. Ja, das muss ich mindestens machen. Gut. So, ich bin gefleckt. Mit mir kann's losgehen. Ich lass ihm First Ding. Rage Tank, keine Chance, keine Chance. Kaum bist du, bin ich noch mal im Stun, da ist es vorbei. Aber ich meine, die Runen, Rage Tank, die Runen, das darfst du nicht vergessen. Das ist halt immens, selbst mit dem 33% verringerten Ding. Du hast halt nur Stufe 1 und 3er Runen und sowas, da wenig zu machen. Gut, ich mach mal hier gerade ein bisschen Wölfchen, vielleicht kommt er nochmal. Möchte nochmal, ich weiß es nicht. So, Aufnahme haben wir eingeschaltet. Sehr schön. Und wie gesagt, wenn du ein DD spielen willst, also ich weiß, der Psio, der ist nicht so einfach am Anfang und der ist auch nicht die DD-Klasse, bei weitem nicht. Aber er macht halt unheimlich Spaß, also wenn man sich mal reingefunden hat. Ich habe da auch bis Level fast 40 oder so gebraucht, bis ich den mal wirklich ein bisschen verstanden habe. Aber dann macht er schon unheimlich Spaß. Ansonsten die Empfehlung natürlich Pala. Oder DD, ja, eigentlich DD ist. Da bist du wieder. Ja, das sind also überwiegend wirklich nur die Runen. Gut und ausgeglichenes Equipment halbwegs. Insofern. Würde er empfehlen, Spieler im Baden, aber der wird runter gepatcht. Und der wird nicht so stark bleiben. Der wird sich, so nach einigen Aussagen, unterhalb des Psionikers vom Schaden her einsortieren. Und der ist schon keine DD-Klasse mehr. Insofern. Also, es ist natürlich eine DD-Klasse, aber schadenstechnisch weit bei, hinter anderen hinterher. Insofern. Ja, du, da gibt's. Da gibt's deutlich fiesere Gegner und vor allem bei Liga-Sadi, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber die Imperialen haben schon im Schnitt ein bisschen die. Naja, ich will mal sagen, geskillteren Player, also die. Ja, da hast du es im PvP sogar noch schwerer. Behaupte ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung.
Inwiefern? Das müssten wir jetzt mal erklären. Gut, Liga spielen halt mehr. Klar. Ganz eindeutig, aber. Das würde ich nicht sagen. Ich meine, in Asse ist es in der Tat so, dass euer Lager ein bisschen, wie ich finde, einfacher zu begehen ist, wie umgekehrt. Aber in, ja, das ändert sich. Denkt mal zum Beispiel an eure Hauptstadt, ja? Da weißt du, was viele, viele NPCs sind. Zwar sehr am Anfang sehr freizügig und offen, aber gehst du mal in das Hauptgebäude rein, da hört es dann ganz schnell auf. Star. Da schreiben wir einfach mal, ja, ja, Näschen. So, und hier gehen wir auch mal aus der Gruppe raus. Okay, wo sind hier noch Wölfe? Wir brauchen Wölfe. Also wie gesagt, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Außerdem ist NPC ist bei weitem ja nicht alles. Das ist ja nicht wichtig. Das Late Game wird wichtig und da muss man sagen, Legisten wesentlich mehr Spieler, Imperiale dafür ein bisschen die qualitativ besseren, auch mal die, die tagelang weiß, kann man jetzt auch nicht mehr so sagen. Das war mal zumindest eine Zeit lang so. Sagen wir so. Es war mal so. Gut, was ist das heutige Tagesziel mal? Bis 33, hm? Das könnten wir doch hinkriegen. Wobei das jetzt ganz, ganz ätzend wird. Das weiß ich jetzt schon. Wie viele Wölfe brauche ich denn überhaupt noch? Habe ich schon wieder alle, oder? Immer das Gleiche. Ja, habe ich schon wieder. Okay, dann. Da runter soll ich und da hoch. Dann gehen wir erstmal da hoch. Ja, das ist halt die Frage, was man will, ne? Also mir zum Beispiel macht unheimlich Spaß, Heiler zu spielen. Also nach wie vor mache ich gern. Also wirklich ein Full-Heiler. Weil der ist einfach, ja, was auch nicht. Sowas muss man hier machen.